Real Estate Video Pro. Tipps und Tricks, wie man Immobilien professionell in Szene setzt. Egal, ob du mit dem Smartphone filmst oder einer teuren Kamera. Real Estate Videos werden immer beliebter und ich gebe dir jetzt mal ein paar handfeste Tipps an die Hand, damit deine Aufnahmen gleich viel besser wirken. Tipp Nummer 1. Filme in Slow Motion. Ganz wichtig, weil Slow Motion sorgt für Emotionen. Und wenn du später dein Videomaterial verlangsamt wiedergeben kannst, wenn du dich dann langsam mit der Kamera in einen Raum hinein bewegst, dann sieht das einfach viel ergreifender und fesselnder aus, als wenn du einfach nur in normaler Schrittgeschwindigkeit dich durch die Räume bewegst. Also Slow Motion Aufnahmen sehen einfach gefälliger aus und sinnlicher und sind gerade bei Immobilienvideos total wichtig, dass der Betrachter sich so langsam auf die Räume einlassen kann und einfach, dass noch mehr Emotionen ausgeschüttet werden. Also filme nicht mit 25 Bildern die Sekunde, sondern besser mit 50 Bildern die Sekunde oder beim Smartphone eventuell auch gleich mit 60 Bildern die Sekunde. Natürlich möchtest du, wenn du ein Immobilienvideo drehst, die Räume möglichst einladend oder groß wirken lassen. Und du kennst es vielleicht, man filmt oftmals deswegen weitwinklig. Das kennst du ja schon von den Urlaubsprospekten, wenn du da ein Hotelzimmer siehst, das sieht alles viel größer aus, als es in Wirklichkeit meistens dann immer in der Regel ist. Und genauso ist es auch beim Immobilienvideo. Man wählt also ein weitwinkliges Objektiv. Zum Beispiel, wenn du mit einer Kamera filmst, kann ich dir das Laowa 12 mm empfehlen. Das ist ein sehr schönes Objektiv, weil es einfach ohne Distortions arbeitet. Das heißt, die Linien werden nicht irgendwie krumm an den Seiten. Das sieht also alles nur wirklich völlig ohne Verzerrung sehr wertig aus. Und so sehen die Räume gleich viel größer aus, als sie in Wirklichkeit sind. 12 mm ist eigentlich die ideale Brennweite, um Immobilienvideos zu drehen. Und wenn du Immobilienvideos mit deinem Smartphone filmst, wähle einfach ein Ultraweitwinkelobjektiv. Meistens haben ja moderne Smartphones schon ein entsprechendes Objektiv on board. Oder du setzt einfach noch ein externes Weitwinkelobjektiv vor dein Smartphone-Objektiv, um damit die Räume auch noch größer wirken zu lassen. Also ganz wichtig, filme weitwinklig, wenn du eine Immobilie filmst. Nutze beim Filmen von Immobilienvideos auch immer die Räume wirklich aus. Gehe also nicht einfach nur mitten irgendwie in einen Raum, schmeiß die Kamera an, sondern bewege dich an den Rändern, an den Wänden, an den Ecken entlang. Also filme nicht einfach nur so mittendrin aus dem Raum irgendwo, sondern gehe wirklich bis in die Ecke eines Raumes, um dann die ganze Weite noch ein bisschen besser des Raumes zeigen zu können und einfach mehr auf deine Aufnahme drauf zu bekommen. Und dann bewegst du dich dann so ganz eng an der Wand entlang, um den Raum wirken zu lassen. Die Bildkomposition beim Film einer Immobilie ist natürlich auch entscheidend wichtig. Filme in der Regel auf Augenhöhe. Ich bin jetzt 2 Meter groß, das heißt, bei mir wäre es mehr so ein bisschen so Brusthöhe. Aber wichtig ist, dass du die Kamera nicht zu hoch hältst, weil wenn du von oben herab filmst, sieht das irgendwie unnatürlich aus, so aus der Vogelperspektive fast schon. Und dann fangen auch an, die Linien zu stürzen. Das möchtest du nicht. Deswegen besser auf Augenhöhe. Film auch nicht zu tief, weil wenn du zu tief die Kamera hältst, dann kannst du eventuell gar nicht über die Möbelkanten hinweg gucken. Der Raum sieht irgendwie komisch aus und man kann gar nicht die Weite des Raums erfassen. Also deswegen die Kamera in einer neutralen Position halten, wie man eigentlich auch so eine Immobilienbesichtigung ja durchführen würde. Man kommt ins Haus hinein, bewegt sich in die Räume hinein und hat halt so diesen natürlichen Augenhöhe-Effekt quasi, wenn du die Kamera entsprechend hältst, als wenn du plötzlich so eine unnatürliche Perspektive hast. Deswegen Bildkomposition ist auch ein wichtiges Thema. Filme mit Vordergründen, um die Räume dreidimensionaler und tiefer wirken zu lassen. Also bewege dich durch entsprechende Türen in die Räume hinein, sodass dann die Türe oder der Türrahmen so langsam verschwindet aus dem Bild und man dann den Raum betritt. Oder filme auch an irgendwelchen Objekten oder Gegenständen im Raum entlang. Zum Beispiel an einer Lampe, an einer Feuerstelle oder irgendwelchen anderen Objekten, die dann plötzlich aus dem Bild verschwinden. Filme mit Vordergründen. Das sieht gleich viel wertiger und cinematischer aus und macht dein Immobilienvideo direkt viel interessanter. Ein wichtiger Aspekt ist noch, verliere nicht den Fokus auf das Wesentliche. Du willst ja eine Immobilie als solches filmen, um diese zu vermieten oder zu verkaufen. Und es geht nicht im Einzelnen um kleine Details, wie zum Beispiel um die Wasserhähne oder die Toilettendeckel oder irgendwelche Armaturen. Es ist oftmals so der Fall, dass sich Videografen so an so kleinen, unwichtigen Details so ein bisschen verlieren und das in Szene setzen und dabei den Blick auf das Wesentliche verlieren. Ein Immobilienvideo soll in der Regel natürlich verkaufen oder vermieten und dementsprechend geht es erstmal um die Räume als solches. Die Details sind erstmal zweitrangig, sind meistens ja nice to have, es sei denn, es ist irgendwas ganz Besonderes in einem Raum.
wie zum Beispiel ein außergewöhnlicher Kamin. Den kannst du natürlich einzeln in Nahaufnahmen mal in Szene setzen. Aber wenn es so alltägliche Dinge sind wie Wasserhähne, irgendwelche Toilettenarmaturen oder sonstiges, das will niemand in einem Immobilienvideo sehen. Also verlier nicht den Fokus auf das Wesentliche, nämlich auf die Räume und die Wirkung dieser. Wichtig ist natürlich auch, dass du dein Video mit natürlichen Farben drehst und nicht später in der Nachbearbeitung irgendwie eine Color Grading Latte drüber ziehst und das Ganze plötzlich einen Blockbuster-Look erhält. Nein, bei einem Immobilienvideo solltest du die Farben möglichst natürlich wirken lassen, wie sie halt auch in echt wirken. Mach nicht wilde Farbbearbeitungen im Nachhinein. Das sieht dann vielleicht irgendwie noch besonders cinematisch aus, aber das ist ja nicht der Zweck eines Immobilienvideos. Man möchte ja möglichst die Natürlichkeit der Immobilie, wie sie auch in echt vorzufinden ist, transportieren. Und deswegen filme mit natürlichen Farben. Und dementsprechend musst du natürlich auch beim Weißabgleich darauf achten, dass dieser richtig eingestellt ist. Filme auf keinen Fall mit einem automatischen Weißabgleich. Ja, ich weiß, man sagt so oftmals so, ja, das ist aber so praktisch, wenn der automatische Weißabgleich eingestellt ist, dann brauche ich mir da keine Gedanken machen über die Farbechtheit und das Licht ist ja auch in verschiedenen Räumen unterschiedlich und dann bin ich auf der sicheren Seite. Falsch, weil wenn du mit einem automatischen Weißabgleich filmst, dann wirken deine Videos plötzlich komisch, weil wenn du dich von einem Raum in einen anderen bewegst oder überhaupt in einen Raum hinein bewegst, dann ändert sich der Weißabgleich mitunter, wenn zum Beispiel von draußen das Sonnenlicht durch ein Fenster reinscheint, innen drin vielleicht noch irgendwelche Lampen an sind und dann hast du während einer Kamerabewegung plötzlich verschiedene Weißtöne in der Wand. Die weiße Wand wird plötzlich gelblich oder umgekehrt und das sieht irgendwie nicht schön aus. Und deswegen lieber mit einem fest eingestellten manuellen Weißabgleich filmen und diesen in der Postproduktion eventuell noch ein bisschen anpassen, Raum für Raum, sodass es dann wieder stimmig ist, als wenn du deinen Weißabgleich auf Automatik stellst. Tu das nicht, weil da kannst du wirklich schwer was retten. Filme lieber mit einem falsch eingestellten manuellen Weißabgleich als mit der Automatik. Wirklich ein ganz wichtiger, wesentlicher Tipp. Und das sieht einfach wirklich unschön aus in deinem fertigen Video, wenn du mit einem automatischen Weißabgleich gefilmt hast. Außerdem solltest du an deiner Kamera manuelle Einstellungen vornehmen und da auch nicht mit einer automatischen Belichtungseinstellung filmen. Ich weiß, beim Smartphone ist das sehr einladend, wenn man damit filmt. Einfach die Kamera anschmeißen und los geht's. Aber auch dann hast du unschöne Belichtungskorrekturen, wenn du dich in einen Raum hinein bewegst, wo zum Beispiel eine große Fensterfront plötzlich ist und eben das Sonnenlicht wieder reinscheint. Dann wird plötzlich die Belichtung runtergeregelt, damit eben der Smartphone-Sensor auch das Außenlicht, die Außenbelichtung erfasst. Dann hast du plötzlich Innenräume zu dunkel. Dann siehst du draußen irgendwelche Sachen, die du eigentlich gar nicht sehen willst, weil du dich ja auf das Innere der Immobilie konzentrieren möchtest. Dann lieber die Fenster ein bisschen überbelichten, aber das wesentliche Interieur entsprechend korrekt belichten. Und deswegen ist es wirklich wichtig, generell mit einer manuellen Belichtungseinstellung zu filmen. Bei einer Kamera kannst du ja ganz normal die manuellen Einstellungen vornehmen. Beim Smartphone geht das natürlich auch, indem du hier einfach die AEAF-Sperre arretierst vor jedem Shot. Das heißt, das ist die automatische Belichtungs- und Fokussierungsfunktion. Einfach mit dem Zeigefinger aufs Display gedrückt halten, schon rastet die sogenannte AEAF-Sperre ein und du hast direkt eine feststehende Belichtung und Fokussierung und damit springt das dann nicht, während du dich in einen Raum hineinbewegst. Filme am besten auch nicht bei knalligem Sonnenlicht in der Mittagszeit, weil dann hast du wirklich Probleme bei deiner Belichtung. Von draußen ist es knallehell, von drinnen musst du da irgendwie gegensteuern. Meistens hast du ja nicht die Möglichkeit, in einer Immobilie noch großartig irgendwelche Scheinwerfer aufzustellen, weil du ja den ganzen Raum als solches filmen möchtest. Du kannst also maximal vielleicht nur die vorhandene Innenbeleuchtung einschalten. Aber 12 Uhr mittags bei strahlendem Sonnenlicht reicht das oftmals nicht aus, um eine akkurate Belichtung zu ermöglichen. Deswegen filme Immobilien viel lieber an einem bewölkten Tage. Dann hast du viel weniger Probleme bei der Belichtung und das Ganze sieht einfach viel wertiger und gefälliger aus. Also wichtiger Tipp, filme nicht in der Mittagszeit bei knalliger Sonne, lieber an einem bewölkten Tage, lieber ein bisschen später und idealerweise vielleicht sogar in der goldenen Stunde. Die goldene Stunde ist die letzte Stunde vor Sonnenuntergang bzw. die erste Stunde nach Sonnenaufgang. Und hier hast du einfach ein sehr hochwertiges Licht, ein goldfarbenes Licht, was von außen durch die Fenster in deine Räume scheint. Und dann sieht einfach alles gleich viel wertiger aus. Genauso, wenn du Außenaufnahmen filmen möchtest, film auch hier nicht in der knalligen Mittagszeit, sondern mehr so in den Morgen- oder Abendstunden. Zum Beispiel aber auch in der blauen Stunde. Das ist die Stunde nach Sonnenuntergang oder die Stunde vor Sonnenaufgang. In der blauen Stunde hast du die einmalige Möglichkeit, Immobilien von außen so zu filmen, dass sie noch gut erkennbar sind und gleichzeitig mit eingeschalteter Innenbeleuchtung sieht das sehr stimmungsvoll aus.
Da kannst du wunderbare Immobilienvideos machen. Gerade vielleicht auch zum Abschluss deines fertigen Immobilienvideos so ein schöner Drohnenshot von außen deiner ganzen Immobilie, wie diese schön illuminiert ist, ist eigentlich nochmal so ein Highlight eines jeden Immobilienvideos, was sicherlich auch für den einen oder anderen Verkauf mehr sorgen könnte. Wenn du mit einer Drohne bei einem Außenshot um deine Immobilie fliegst, achte darauf, dass du keine Nachbarhäuser mit ins Bild nimmst. Alleine schon aus rechtlicher Sicht, aber natürlich auch aus verkaufstechnischer Sicht, weil du möchtest ja Freiheit einer neuen Wohnung, eines neuen Hauses verkaufen, sodass deine Immobilie möglichst freistehend dann auch präsentiert wird. Niemand will den Nachbar gleich 3 Meter neben seinem Grundstück dann sehen. Also versuche deine Immobilie so in Szene zu setzen, dass man wirklich nur dein Objekt dann sieht, was du filmst. Im Zweifel fliege mit der Drohne näher ran oder kroppe später ins Bild und versuche entsprechende Winkel zu finden, sodass man eben Nachbarhäuser nicht in deinem Immobilienvideo sieht. Wenn du dein Immobilienvideo zusammenschneidest, achte darauf, dass du keine wilden Transition- oder Übergangseffekte dann hast. Dezente Schnitte, weil man möchte ja kein Reisevideo à la Sam Kohler machen, wo irgendwelche Strudel, Wirbel, was weiß ich immer Effekte dann zu sehen sind. Lieber ganz klare Cuts, vielleicht mal eine Überblendung von einem Raum in den anderen, aber ich stehe ja mehr so auf harte, kurze Schnitte. Allerdings dann auch so komponiert, dass das Ganze nicht irgendwie als sprunghaft oder störend zu sehen ist. Aber wichtig ist, wenn du ein Immobilienvideo schneidest, achte auf klare Schnitte ohne wilden Übergangsvierlefanz. Soundeffekte und Musik sind natürlich auch wichtig in deinem Video. Mit Soundeffekten kannst du ja die Übergänge vielleicht auch noch ein bisschen unterstützen. Zum Beispiel von einem Raum in den nächsten kannst du dein Video dann Szene 1 mit einer Speedramp vielleicht noch ein bisschen schneller machen, um schneller in den nächsten Raum zu gelangen. Und bei dieser Speedramp blendest du einen Wusch-Effekt ein. Dann ist das ganze Video noch vielleicht ein bisschen stimmungsvoller, griffiger, aber das ist halt auch eine Geschmackssache. Ne? Also wie gesagt, nicht übertreiben mit solchen Effekten und Übergängen, aber so eine kleine Speedramp und ein entsprechender Wusch-Sound, den lasse ich mir auch in einem Immobilienvideo gerne gefallen. Bei der Musikauswahl solltest du darauf achten, dass du also nicht so einen dominanten Sound auswählst, der sich in den Vordergrund drängt, sondern so ein bisschen das schöne Hintergrundgeplätscher, eine schöne, melodische, stimmungsvolle Musik, die dein Immobilienvideo entsprechend noch von der Wertigkeit unterstützen kann. Storytelling ist auch ein Thema im Immobilienvideo. Geh am besten natürlich vor. Man bewegt sich durch die Haustür hinein, in den Flur vielleicht, geht dann ins Wohnzimmer oder in die Küche. Also wie man sich natürlich durch ein Haus bewegen würde, so würde ich auch mein Immobilienvideo von der Story aufziehen. Also nicht erst durch die Haustür rein, dann kurz einen Blick in die Garage, dann bin ich auf der Terrasse, dann gehe ich in die Küche. Also lieber wirklich so, wie man durch das Haus auch durchgehen würde. Alleine deshalb schon, dass sich der Betrachter so ein bisschen besser orientieren kann. Dann kann er gleich auch so ein bisschen zuordnen, was befindet sich wo. Ah, okay, das Wohnzimmer ist hier, die Küche ist direkt daneben und hier ist dann gleich die Treppe hoch zu den Schlafräumen. Ist viel besser, als wenn du einfach wirklich wild durch die Gegend springst. Plötzlich oben das Badezimmer der Eltern, unten plötzlich der Hobbyraum. Also dann ist man völlig konfus und kann das ganze Objekt nicht so als Ganzes so einordnen. Deswegen gehe storytellingsmäßig auch so vor, wie du dich natürlich bei einer Wohnungsbesichtigung durch das Haus bewegen würdest. Und mach auch nicht zu viele Shots pro Raum. Also auch wenn ein Raum wunderschön ist, verlieb dich da nicht zu sehr im Detail. Mach also nicht irgendwie 6-7 Shots von einem Raum, weil dann wird dein Immobilienvideo schnell langweilig. 1-2 gute Shots reichen. Dann ist das auch interessant für den Betrachter, dass er sagt, boah, das war ja cool, kann ich das nochmal sehen? Das ist also wichtig, nicht zu viele Einzelshots pro Raum, lieber das Ganze interessant halten, sodass der Betrachter dann sagt, das muss ich mir nochmal anschauen. Genauso macht dein ganzes Video nicht zu lang. Ein gutes Immobilienvideo hat maximal 2-3 Minuten Länge. Mach da keinen 6-7 Minuten oder 10 Minuten Schmachte raus, das will niemand sehen. Wirklich 2-3 Minuten, kurz und knackig, sodass man auch wirklich alles gesehen hat und dann auch gerne sagt, so komm, lass nochmal sehen, das war wirklich gut. Auch die Einzelclips dementsprechend nicht zu lang halten. Ein guter Shot hat so die Länge von 2-6 Sekunden. Das ist völlig ausreichend, je nachdem natürlich, wie wichtig die einzelnen Shots sind und wie sie wirken sollen. Aber so als gutes Mittelmaß 2-6 Sekunden pro Shot und das komplette Video wirklich maximal 2-3 Minuten. Dann denke ich mal, bist du sehr gut aufgestellt bei der Produktion eines Immobilienvideos. Und wenn du diese Tipps beachtest, dann steht der Produktion eines professionellen Immobilienvideos eigentlich nichts im Wege. Und da ist es auch völlig egal, ob du mit einer professionellen Kamera filmst oder einfach deinem Smartphone. Mit beiden kannst du hochwertige Immobilienvideos drehen, die gut verkaufen oder vermieten können.